Ein Video, was Leben retten möchte, wird von Facebook einfach gelöscht. Die nackte Brust einer Frau war zu sehen und diese war nicht einmal echt. Guten Morgen! Ein Brustkrebsvorsorgevideo, wo das korrekte Abtasten einer Brust gezeigt wurde, ist aufgrund der Nacktheit entfernt worden. Das geschah vor ein paar Tagen. Keine Ahnung, ob mittlerweile die Empörung im Netz dazu geführt hat, dass das Video wieder zu sehen ist, aber die Grundproblematik ist garantiert noch existent. Erinnert ihr euch noch an das Vietnam-Foto, wo ein nacktes Kind vor einer Napalmbombe geflohen ist? Das sogenannte Napalm-Mädchen. Und das ist eins der emotional ergreifendsten Bilder des Vietnamkrieges. Googelt einfach, wenn ihr es noch nicht kennt. Selbsternannte Moralisten sorgten dafür, dass dieses Bild als anstößig betrachtet wurde, weil Pädophile dieses Bild missbrauchen könnten, um sich zu befriedigen. Oder auch generell ein nacktes Mädchen als anstößig betrachtet wird, das öffentlich zu zeigen. Auch wenn es Napalm auf dem Rücken hat und vor dem Krieg flieht. Ja, und nun ist es Facebook mit dem Sperren dieser animierten nackten Brust, wo es einfach nur darum geht, dass man den nach Krebs abtastet. Nacktheit, das ist das Problem. Skandal. Was ist mit dem Gehirn der Menschen eigentlich passiert? Sind diese Hirne immer mehr abgestumpft und immer mehr gleichgeschaltet? Ist Moral, kann Moral verordnet werden? Ist das bei uns genetisch drin? Immer weniger Nacktheit? Wir kommen nackt zur Welt. Wir haben ausgehend der Tropen die Welt besiedelt und ja, uns mit Körperbedeckung eben dann auch angepasst. Aber was war zum Beispiel diesen Sommer? Es war heiß. Wart ihr nackt draußen? Ich persönlich war nur am See und wo man Nacktheit gesellschaftlich toleriert. Klar, Kleidung ist auch ein Sonnenschutz, aber wir brauchen die Sonne auch zum Leben. Es ist wichtig in die Sonne zu gehen. Das Hormon Vitamin D wird ja dann produziert, wenn es über die Haut Sonneneinstrahlung bekommt. Über 90% der Deutschen haben einen Vitamin D Mangel. Also Nacktheit ist natürlich und entsprechend wichtig und es bewirkt auch so viel Gutes für die Gesundheit. Wenn die Menschen nackt sind, da gibt es keine künstliche Erhöhung durch Markenklamotten, dadurch auch keine Diskriminierung. Man kann auch seinen Fettbau oder andere Zeichen einer ungesunden Ernährung nicht mehr mit einem fetten Anzug und Goldklunkern verbergen und bekommt dann direktes Feedback. Gesund ist der natürliche Zustand und Natürlichkeit ist gut. Menschen können sich nicht mehr hinter Kleidung verstecken und damit Menschen manipulieren, die eigentlich viel klüger, weil gesünder leben, natürlicher leben. Bei Gesprächen herrscht plötzlich eine ganz angenehme, entspannte Atmosphäre. Künstlichkeit und Affektiertheit, die verschwindet. Der Mensch erkennt, was ist. Und dieser riesige, aufgeblasene Ballon an unnützen Krempel, mit denen man sich identifiziert, der wird entlarvt. Unternehmen, die Geld verdienen, die müssen plötzlich auch wieder Leistung bringen und nicht durch Werbung den Menschen irgendwas einreden, was diese Menschen brauchen. Wenn es kalt ist, dann brauche ich eine Jacke. Aber ich brauche darauf keine Schriftzüge oder irgendwelchen goldenen Symbole. Die Schriftzüge und die Symbole, die brauche ich nur, wenn jemand dumm genug ist zu glauben, dass durch diese goldenen Symbole und diese Schriftzüge ich mehr wert bin als derjenige. Und das schaffen die Unternehmen mit ihrem Marketing. Zurzeit sind viele Menschen noch dumm, aber das ändert sich. Menschen werden klarer und erkennen immer mehr die Manipulation durch künstliche Dinge. Aber Massenmedien wie Facebook haben natürlich nicht den Anspruch zur Avantgarde zu gehören. Sie sind auf die Masse ausgerichtet und öffentliche Natürlichkeit, also Nacktheit, ist nach wie vor kulturell verpönt. Und wir können uns natürlich aufgrund der Gesetze nicht alle nackt ausziehen und wir können auch nicht alle rausgehen und quasi die Menschen mit unserer Nacktheit penetrieren. Das geht natürlich nicht. Aber wir können uns dieser Scheiße, die da abläuft, bewusst machen. Das ist der erste Schritt. Wir können uns in unseren Gedanken bewusst machen, wie perfide das eigentlich ist, dass wir im Sommer nicht nackt laufen.
Und das tun wir hier alle auf diesem Kanal gemeinsam. Wir machen uns der Dinge bewusst, täglich. Wir ändern die Welt mit unseren Gedanken, Stück für Stück, wie es die Menschen schon immer in der Geschichte getan haben. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, lasst mir eure Gedanken da zum Thema Facebook sperrt die künstliche Frauenbrust, die künstliche nackte Frauenbrust, wo es um Krebsabtasten geht. Oh, hört auf, ihr braucht das gar nicht zu posten. Wir wissen doch alle, das ist Unsinn. Und ja, lasst einfach keinen Kommentar da und werdet euch einfach nur bewusst, wie unnatürlich wir leben. Insbesondere was die Kleidung angeht. Also dann, wir sehen uns morgen wieder.